Jonathan, drittes Testspiel jetzt für dich im neuen Trikot. Wie sind deine ersten Eindrücke? Ja, super. Also die Mannschaft hat mich super aufgenommen. Ist eine ganz coole Truppe, jung und alt, alles dabei. Und ja, bei so Testspielen ist es vor allem gegen niedrige Clubs oder Unterklassige, da ist es wichtig, Ball laufen zu lassen und Tempo hochzuhalten und natürlich auch die Chancen zu machen. Und ich denke, das haben wir ganz gut gemacht. Wie wichtig ist innerhalb von wenigen Tagen vielleicht mal so zwischen einem Zweitligisten und einem tieferklassigen da die Leistung dann auch zu bringen? Ja, es ist, wie gesagt, eben wichtig, da die Spannung hochzuhalten. Kein Spiel ist einfach. Gegen die Zweitligisten ist es natürlich auch deutlich schwieriger. Da muss man vielleicht erstmal ein bisschen verteidigen. Und hier, heute mussten wir erstmal selber Spielaufbau machen und das Spiel antreiben. Aber es bringt uns, denke ich, beides weiter. Vielleicht noch ein Blick. Gestern kam der Spielplan raus. Auftakt gegen Stuttgarter Kickers, dann nach Unterhaching. Wie habt ihr das als Mannschaft so aufgenommen? Achtet man genau darauf, wo man wann hinfährt? Oh, ja, man schaut natürlich, glaube ich, als erstes, wann es nach Kiel geht, die längste Fahrt. Aber sonst müssen wir uns da ganz normal aufs Spiel vorbereiten. Da ist eigentlich egal, gegen wen es geht. Hauptsache, dass man da die Vorbereitung nutzt, um dann natürlich mit 3 Punkten zu starten. Dankeschön. Bitte.